Wir befinden uns hier in Herrenberg an der Haltestelle Zwerchweg der Ammertalbahn von Herrenberg nach Tübingen. Wir wurden heute Morgen gegen 5.25 Uhr zu einem brennenden PKW auf Gleisen im Bereich des Bahnhofs Zwerchweg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte fanden wir den PKW sowie den Führerstand des Zuges im Vollbrand. Wir haben dann umgehend Kontrolle durchgeführt bzw. die Personen evakuiert im Zug. Im PKW befand sich glücklicherweise keine Person mehr. Die Person wurde auf dem Bahnsteig angetroffen. Wir haben dann umgehend die Löschmaßnahmen eingeleitet. Vermutlich war das Fahrzeug zu Beginn der Kollision auf dem Bahnsteig und wurde dann dort durch den Zug ca. 20 bis 30 Meter nach vorne geschoben oder weiter geschoben und fing dann halb auf dem Bahngleisen und halb auf dem Bahnsteig an zu brennen. Nach Ablöschen und Kontrolle der Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera konnten dann keine weiteren Glutnester ausfindig gemacht werden. Unsere aktuellen Einsatzmaßnahmen belaufen sich auf Ausleuchtemaßnahmen an der Einsatzstelle. Wir haben dann umgehend den Notfallmanager der Deutschen Bahn angefordert, der nun auch hier an der Einsatzstelle eingetroffen ist und der uns nun unterstützt und eventuell, wenn wir noch benötigt werden bei der Bergung des Fahrzeugs, benötigt wird, dann werden wir das auch noch mit durchführen. Es waren vorher, kamen schon Aussagen, dass die Bahnstrecke vermutlich die nächsten 5 Stunden mit Sicherheit gesperrt sein wird.